Willkommen zurück zu SFS Ideas. Heute schauen wir uns Double Fueling an oder doppeltes Treibstofftanken beziehungsweise eine Neuaufarbeitung vom Treibstofftransfersystem. Derzeit können wir ja nur von einem Tank zu einem anderen Tank den Treibstoff transferieren, aber ich habe da eine Idee entwickelt vor fast 3 Jahren, dass man auch mehrere Treibstofftransfers gleichzeitig durchführen kann und vor allem eben zum selben Treibstofftank. Und das seht ihr hier, die Texturen sind sehr alt, deshalb sind sie so sehr kantig. Inzwischen sind sie ja viel weicher texturiert, aber egal, wir kommen vom Thema ab. Jedenfalls seht ihr hier diese nette kleine Rakete. Die Booster haben 75% Treibstoff drin und sie transferieren den Treibstoff in die zentrale Stufe. Ja, dadurch werden die auf jeden Fall als erstes geleert, können abgetrennt werden und dann müssen wir eben nicht diese große leere Masse quasi mit uns herumtragen. Wir können es einfach abtrennen und weiterfliegen. Ich habe das nochmal mit einer etwas größeren Rakete gemacht, wie ihr sehen könnt. Da sind dann halt keine Booster, sondern einfach nur externe Treibstofftanks. Die werden dann auch eben abgetrennt. Dann müssen wir diese große Menge an Metall an Treibstofftanks eben nicht mehr weiter mit uns herumtragen, sondern haben dann einfach nur die zentrale Stufe, die dann komplett bis oben hin gefüllt ist. Ja, also das waren die alten Konzepte dafür. Ich habe inzwischen auch noch ein neues Konzept dafür gemacht, und zwar, wie kann man das überhaupt durchführen. Und dazu habe ich hier ein kleines Video gemacht. Also wir haben hier die Rakete, wir halten den linken Treibstofftank gedrückt und ziehen das einmal in die Mitte. Dann halten wir den rechten Treibstofftank gedrückt und ziehen das auch in die Mitte einmal. Und dann wird der Treibstoff eben transferiert. Wenn wir es nicht mehr haben wollen, klicken wir einmal in die Mitte und der Treibstofftransfer wird gestoppt. Genau, wenn wir das nochmal im Flug anschauen wollen, das habe ich auch nochmal schnell gemacht. Also wir haben hier unsere Rakete, dieselbe Rakete, und eben die beiden Booster transferieren ihren Treibstoff in die Mitte. Und sobald wir dann eben losfliegen, wird der Treibstoff von den beiden äußeren Boostern in die Mitte transferiert. Die werden dann natürlich als erstes leer und werden dann schließlich abgetrennt. Ganz genau. Also, ich finde die Idee ist an sich ziemlich gut. Ich hoffe, sie gefällt euch auch. Sie sollte auf jeden Fall hinzugefügt werden, weil bisher unser bisheriges System ist so ein bisschen einschränkend, sagen wir das mal so. Ja? Also, habt ihr noch weitere Ideen? Dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ansonsten war es das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!